Wir befinden uns jetzt immer noch auf Rügen, immer noch in Selin und immer noch an der Ostsee. Ja, ich shoote jetzt meine Glaskugel bei Nacht und möchte dir zeigen, wie du abends am besten schöne Glaskugelfotos machen kannst. Hier siehst du eines meiner Lieblingsbilder, das an diesem Tag entstanden ist oder eher wohl in der Nacht. Ja, ich mag vor allem den Bildaufbau hier sehr. Ich mag es, wie das Bouquet aussieht, vor allem auf der linken Seite. Und die Nachbearbeitung, das gefällt mir auch sehr gut. Diesen Kontrast von den Farben her, von diesem Orange und dem Blau. Ja, in sich ein sehr stimmiges und interessantes Glaskugelfoto, würde ich sagen. Für solche stimmungsvollen Fotos am Abend rate ich dir, unbedingt ein Stativ zu nutzen, denn dadurch werden deine Fotos nicht verwackelt, wenn du zum Beispiel mit einer sehr langen Belichtungszeit arbeiten möchtest. Ich nutze ein Modell von Bonfoto und bin sehr zufrieden mit dem. Das ist eigentlich ganz leicht, weil es aus Alu ist, aber es hat auch die nötige Stabilität. So, nun vergleiche ich die zwei Fotos, die ich gemacht habe in Selin an der Seebrücke bei Nacht. Und vielleicht fällt dir hier auch Folgendes auf. Das Foto unten wirkt in sich sehr, sehr viel ruhiger und man betrachtet das Foto auch so, dass man bei der Glaskugel dann wirklich Halt macht, weil das Bouquet eben links auf die Glaskugel genau trifft. Weil wir gehen immer mit den Augen meistens oder fast eigentlich immer von links nach rechts. Das Foto oben hingegen wirkt ein bisschen unruhiger, aber vielleicht auch einen Ticken interessanter, weil eben die Bouquetpunkte durch die Glaskugel gehen und so eine Art Zickzack bilden. Also es, vor allem, weil die Form von der Glaskugel ja wieder das Bouquet wiederholt, sieht es auch sehr interessant aus, aber man muss hier sagen, rechts dieses ganz helle Bouquet, dieses Knallgelbe, lässt natürlich das Auge auch wieder aus dem Bild gleiten. Also man bleibt mit den Augen nicht bei der Glaskugel, wie es bei dem Foto unten tatsächlich der Fall ist. Ja, beide Fotos sind super schön. Ja, beide Fotos sind wirklich tolle Aufnahmen und du siehst hier, was man einfach bewirken kann, wenn man das Bild so oder so gestaltet. Also mit Bouquet kannst du für Dynamik sorgen oder für Ruhe im Foto oder eben auch für eine gewisse Spannung, je nachdem, wie du es anordnest mit deinem Bildmotiv. Experimentiere doch auch mal mit deiner Glaskugel und drapiere das Bouquet, wenn es dir möglich ist, zum Beispiel mit einer Lichterkette oder eben mit der entsprechenden Anpassung von dem Bildwinkel und dem Bildausschnitt und so weiter. Ja, und vielleicht fällt dir dann auch dieser Effekt eben auf.